Bei Sonnenstürmen wird aus der Sonnenatmosphäre eine gigantische Wolke aus unvorstellbar heißem Gas herausgeschleudert. Die dabei ausgestoßenen Teilchen, Protonen, können im Weltall Geschwindigkeiten von mehreren Millionen Stundenkilometern erreichen. Und es gibt noch weitere spannende Facts zum Thema Sonnensturm. Wie gefährlich können Sonnenstürme der Erde wirklich werden und inwieweit sind wir vorbereitet? Können die Teilchen auch die Hülle eines Raumschiffes durchdringen? Die 5 spannenden Facts über Sonnenstürme bekommt ihr jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Viel Spaß dabei und herzlich willkommen. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Fakt 5. Der heftigste Sonnensturm fand 1859 statt. Der Sonnensturm 1859 ging tatsächlich in die Geschichte ein. Innerhalb von knapp einer Woche, Ende August, Anfang September, passierten mehrere starke Sonneneruptionen hintereinander. Die ausgestoßene Materie erreichte nach etwa 17 Stunden die Erde und hatte eine Geschwindigkeit von mehr als 2000 Stundenkilometern drauf. Die Polarlichter konnten selbst in Rom, Hawaii und Havanna beobachtet werden. Starkströme zerstörten Telegrafenleitungen und das gesamte Netz wurde enorm beschädigt. Dabei war es gerade erst installiert worden. Dieser Mega-Sonnensturm wird übrigens als das Carrington-Ereignis bezeichnet. Fakt 4. Auch die ISS ist nicht wirklich sicher. Erst im vergangenen September musste die ISS-Besatzung wegen eines gigantischen Protonensturms schnell in Deckung gehen. Am 4. September 2017 hatte die jüngste Serie mit schwachen Ausbrüchen begonnen. 2 Tage später folgte dann eine der stärksten Eruptionen der letzten 12 Jahre und gleichzeitig eine der 5 heftigsten, die je auf der Sonne beobachtet worden waren. Daraufhin folgte dann ein Sonnenbeben, von Forschungsteams auch koronaler Massenauswurf genannt. Solch eine Eruption hat die Energie von mehreren Milliarden Atombombenexplosionen. Jetzt konnten Forschungsteams auch herausfinden, wo der Ausgangspunkt für die Eruptionsserie liegt, und zwar am Rand der sichtbaren Sonnenscheibe, der sich von der Erde wegdreht. Die Besatzung auf der ISS bekam dann am 10. September tatsächlich den Befehl Alert, also Alarm. Daraufhin musste die Besatzung einige Zeit in einem Schutzraum ausharren. Zudem bekamen sie die Anweisung, weniger geschützte Bereiche der Raumstation aufgrund der starken Strahlung zu meiden. Roskosmos, die russische Raumfahrtagentur, betont trotz allem, dass das alles eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sei, denn die internationale Raumstation ist sehr sicher konstruiert. Fest steht aber auch, ein Teilchenschauer kann ohne den Großteil der schützenden Wirkung der Erdatmosphäre tatsächlich gravierend sein. Polarlichter sind die schönen Seiten der Sonnenstürme. Ja, ihr habt alle sicher schon mal Fotos von Polarlichtern gesehen oder sogar in echt. Sie sind tatsächlich die schönen Seiten der Sonnenstürme. Denn durch den Eintritt der Plasmawolke in das irdische Magnetfeld werden elektrische Spannungen in der Atmosphäre hervorgerufen. Elektrisch geladene Teilchen werden beschleunigt und dringen parallel zu den Feldlinien des Erdmagnetfeldes tiefer in die Erdatmosphäre ein. Wenn sie dort auf das dichtere Atmosphärengas treffen, regen sie einzelne Gasteilchen zum Leuchten an. Wenn sehr starke Sonnenstürme das Erdmagnetfeld enorm verformen, kann man Polarlichter dann auch in Deutschland sehen. Und auf der 2, Sonnenstürme sind kaum vorauszusagen. Sonneneruptionen formen Plasmawolken und dadurch entstehen magnetische Stürme in unserer Erdatmosphäre. Das Problem, solche Ausbrüche sind nicht wirklich vorauszusehen. Doch die Signale einer Sonneneruption erreichen die Erde innerhalb von 8 Minuten. Forschungsteams weltweit sind überzeugt davon, dass uns eine solche Teilchenflut sehr gefährlich werden kann. Das hatten wir ja gerade schon gehört. Und dafür sind wir sehr schlecht auf einen möglichen nächsten Sonnensturm vorbereitet. Forschungsteams weltweit versuchen also notgedrungen, über Statistiken herauszukristallisieren, wie häufig und wie schlimm Sonnenstürme uns in der Erdgeschichte bereits getroffen haben. Die Radioaktivität in Baumringen legt zum Beispiel den Hinweis nahe, dass im Jahr 775 eine gigantische Teilchenwelle über die Erde hinweggefegt ist. Auch die Analyse des Lichts von knapp 150.000 sonnenähnlichen Sternen konnte der Wissenschaftswelt etwas über die Häufigkeit solcher Stürme verraten. Demnach könnten ähnlich heftige Sonneneruptionen wie im Jahr 775 etwa alle 2000 Jahre auftreten. Doch in Europa gibt es kaum Aufmerksamkeit von Seiten der Politik. Anders dagegen in den USA. Da hat der Kongress schon 2015 einen Aktionsplan
Aktionsplan zum Weltraumwetter verabschiedet. Notfallpläne sollen entwickelt werden und das Stromnetz muss besser gegen Sonnenstürme abgeschirmt werden. Zwar sehen Teleskope und erdnahe Satelliten den Ausbruch der Sonne, doch dann muss auch eingeschätzt werden, wie stark er ausfallen wird und ob er die Erde überhaupt treffen wird. Erst 20 Minuten bevor der Sturm die Erde erreicht, ist dann auch klar, in welche Richtung sein Magnetfeld zeigen wird. Und das ist entscheidend dafür, wie gut er das irdische Magnetfeld durchdringen wird. Derzeit spielen wir quasi russisches Roulette mit der Sonne. Wichtig wäre also, die Prozesse auf der Sonne besser zu verstehen, um sie dann irgendwann einmal auch vorherzusagen zu können. Der europäische Solar Orbiter, der Anfang 2020 aufbrechen soll, könnte dazu enorm beitragen. Und der letzte Fact, Fact Nummer 1, gewaltige Sonnenstürme bedrohen uns Menschen permanent. Sicher ist, Sonneneruptionen können auch der Erde und uns Menschen sehr gefährlich werden. Selbst wenn der Abstand zwischen Sonne und Erde 150 Millionen Kilometer beträgt und uns auch die Erdatmosphäre einen gewissen Schutz bietet. Denn Sonneneruptionen formen Plasmawolken und dadurch entstehen magnetische Stürme in unserer Erdatmosphäre. Dann dringt Röntgenstrahlung in die Ionosphäre ein und verändert die Eigenschaften so, dass Funkwellen sich nicht mehr ausbreiten können. Vor allem kurz- und Ultrakurzwellen sind betroffen. Dort findet vor allem der Amateur- und Mobilfunk statt. Auch GPS, also das Global Positioning System, war von dem Sonnensturm im vergangenen Herbst betroffen. Sonnenstürme können aber auch fatale Folgen für die Stromversorgung auf der Erde haben, denn riesige Transformatoren könnten dann gegrillt werden, also zerstört werden. Die meisten von uns würden dann erst einmal im Dunkeln sitzen. Und es gibt weitere indirekte Konsequenzen, die ein starker Sonnensturm mit sich bringt. Ein Forschungsteam aus den USA hat beispielsweise ermittelt, dass bis zu 2/3 aller Amerikaner durch einen starken Sonnensturm vom Strom- und Telekommunikationsnetz abgetrennt werden könnten. Der Schaden für die Wirtschaft und Infrastruktur wäre enorm und beträgt den Schätzungen zufolge 8 bis gut 40 Milliarden US-Dollar täglich. Es gibt auch einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Sonnenausbrüche mit Naturkatastrophen hier auf der Erde in Verbindung bringen. Taifune, Erdbeben und auch solche Hurricanes wie Harvey und Irma könnten indirekt Folgen von Sonneneruptionen sein. Klingt logisch, wenn man bedenkt, welch eine starke Energiequelle die Sonne darstellt. Eruptionen sind nach Ansichten einiger Forschungsteams zwar nicht der direkte Auslöser solcher Naturkatastrophen, doch selbst kleine Störungen der Sonnenaktivität könnten lokale Wetterbedingungen demnach verstärken. Ja, dieses war übrigens eine Videopremiere auf dem englischen Kanal. Wenn ihr dort nichts verpassen wollt, dann abonniert ihn hier und darunter geht's weiter mit Ice Age in Europe. Will the Gulf Stream come to a standstill? Bis dann, also ich freue mich auf euch auf dem englischen Kanal. Also nicht bis dann, sondern stay tuned and see you soon.